Die Maskenpflicht entfällt. Februar 2023 entfällt die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Darauf hatten sich Bund und Länder kürzlich geeinigt. Ein freiwilliges Tragen der Maske steht jedem weiterhin frei. Bier wird teurer. Wer gerne Bier trinkt, muss in Deutschland tiefer in die Tasche greifen. Mehrere Brauereien haben Preiserhöhungen angekündigt. Grund dafür seien der anhaltende hohe Kostendruck. Neben der Energieversorgung belasten steigende Rohstoffpreise die Unternehmen. Neues Windkraftgesetz tritt in Kraft. Die Bundesregierung hat das Ziel, den Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdoppeln. Die Windkraft spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit dem sogenannten Wind-an-Land-Gesetz will sie den Ausbau der Windenergien in Deutschland deutlich schneller voranbringen. Das Gesetz ist ab heute in Kraft getreten.